setting a new course. Stay alert down there, cadets. Where are we? Hello? Anyone there? Please be nice. Please be nice. Please be nice. Watchers! But it can't be! Just call me Mr. Plantastic. We've got to move fast, or that supernova will blow us all to the Gamma Quadrant. Hi, willkommen zurück auf Mojos Spielolymp. Ich grüße euch. Ja, weiter geht es mit wunderbaren Dingen in diesem neuen Video mit meinem Review zu dem heute am 14.10. erschienenen Star Trek Prodigy Supernova. Erschienen für die Nintendo Switch, alle Xbox-Konsolen ab der Xbox One, für die PlayStation 4 und 5 und für den Windows PC. Es ist das erste neue Star Trek Spiel, das mal nicht für mobile Geräte herausgekommen ist, und es freut mich doch enorm. Es basiert eher auf der Nickelodeon Cartoon Serie Star Trek Prodigy und nicht auf einer der Live-Action Serien. Das Game spielt nach dem Zweiteiler Immortal Star, und da die Serie erst ein paar Wochen nach der Veröffentlichung dieses Spiels zurückkehren wird, bin ich mir nicht ganz sicher, was Spoiler angeht. Es gibt Dinge, die Spoiler für den Rest der Staffel sein könnten, die ich dann nicht erwähnen werde. Aber dieser Zweiteiler wird mehrmals erwähnt. Dieses Game wird wahrscheinlich am besten nach der 20. Episode der Serie als zusätzliches Material gespielt, so wie man jedes Star Trek Buch mit Picardis, das zwischen 2002 und 2020 veröffentlicht wurde. Star Trek Prodigy Supernova beginnt damit, dass die USS Protostar auf eine Dyson-Sphäre stößt und beschließt, sie zu untersuchen, bevor sie plötzlich eine Bruchlandung hinlegt. Im Glauben, dass ihre Zerstörung unmittelbar bevorsteht, wird die Besatzung vom Schiff gebeamt, doch die Transporter funktionieren nicht richtig, sodass die Besatzung auf drei Planeten verteilt wird, die Dyson-Sphäre umkreisen. Nun liegt es an Dalrell und Quindala, ihre Freunde wieder zu vereinen und das Schiff zu retten bzw. wegzubringen, bevor der lokale Stern zur Supernova wird. Das Spiel ist im Grunde ein klassisches Action-Adventure mit fester Kamera und optionalem Koop-Modus. Ihr könnt alleine spielen, wenn ihr das möchtet, und zwischen den beiden Charakteren wechseln, und das müsst ihr dann auch, wenn ihr einen Level beenden wollt. Doch am besten spielt man dieses Spiel im Koop, schon alleine deshalb, weil man im Alleingang fast doppelt so lange braucht, um ein bestimmtes Level zu beenden, als gemeinsam. Das wäre vielleicht kein allzu großes Problem, wenn es da nicht in jedem Level Belohnungen für das Sammeln einer bestimmten Menge an Mineralien gäbe, für die Anzahl der K.O.-Schläge und für die Zeit, die man zum Beenden braucht. Als kleines Beispiel, ihr braucht für ein Level ca. 36 Minuten, wenn ihr es alleine spielt, und im Koop-Modus würdet ihr nur 25 Minuten brauchen, und auch die KI ist manchmal etwas schwammig und lässt euch oft alleine kämpfen, während sie untätig herumsteht oder in der Landschaft stecken bleibt, und sie drückt natürlich keine Tasten für euch, wenn es gefordert ist, dass beide Charaktere gleichzeitig eine Taste drücken. Somit ist das Spiel ganz klar ein Koop-Game, das man bequem von der Couch aus gemeinsam zocken sollte. Es gibt drei Welten und vier Levels auf jeder, in denen ihr versucht, die Prozesse abzuschalten, die den Stern zur Supernova werden lassen und den tödlichen Planeten Slayer und seine robotischen Wächter zu stoppen. Beide Charaktere verfügen über jeweils drei Waffen, wobei Dal ausschließlich Langstreckenfaser einsetzt, während Quinn Nahkampfwaffen für ihr Laubsägewerk, das Erbstück, ein Metallarmband, das sie in der Serie in ein Schwert verwandelt, besitzt. Die Waffen werden im Laufe des Spiels freigeschaltet und man kann sie auf dem Holodeck ausprobieren, um sich mit ihnen vertraut zu machen. Das Holodeck kann jederzeit außerhalb des Levels besucht werden, um die Steuerung neu zu erlernen oder um die Fähigkeiten der Crew zu verbessern, wenn man sie rettet. Die Crew-Fähigkeiten sind einer der Aspekte, von denen ich jetzt kein großer Fan im Spiel bin, weil sie nicht viel Schaden anrichten und ihre Auslösung absolut zufällig ist. Man gerät in Kämpfe und irgendwann leuchtet beim Angriff auf den Feind dann die Waffe auf und es ertönt ein Geräusch. Wenn ihr das nächste Mal dann einen Feind trefft, führt euer ausgewähltes Besatzungsmitglied automatisch einen Angriff aus, auch wenn eure Treffer gerade den Feind zerstört haben und keine anderen in der Nähe sind. Das kann mehrmals pro Kampf passieren, aber auch gar nicht, also reines Zufallsprinzip.
Die Kämpfe sind im Großen und Ganzen schon in Ordnung und bieten eine gute Auswahl an Gegnern, die dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt, obwohl es im Einzelspielermodus schon mal hektisch werden kann, vor allem wenn der KI-Kollege mal wieder nur herumsteht. Beide Modi im Spiel, sprich der Koop-Modus und der Singleplayer-Modus, leiden leider unter einigen schlechten Kamerawinkeln, bei denen die Landschaft im Weg ist, was ärgerlich ist und mit dem festen Winkel vermeidbar wäre. Wenn im Koop-Modus zum Beispiel einer von euch seine gesamte Gesundheit verliert, muss der andere nur rüberlaufen und eine Taste drücken, um ihn sofort wiederzubeleben. Man kann auch einfach ein paar Sekunden warten, um sich selbst wiederzubeleben, und wenn man alleine spielt, tauscht man automatisch die Charaktere aus, wenn einer ausgenockt wurde. Sollte es mal vorkommen, dass beide eurer Charaktere ausgenockt wurden, werden sie kurz darauf im selben Kampf wiederbelebt. Ich muss schon sagen, dass Gwyns Nahkampfangriffe einfacher zu benutzen sind, da Dall dazu neigt, seine Phaser auf einen zufälligen Gegner oder eine Mineralienkiste zu richten, anstatt auf den, den man anvisieren möchte. Alle drei Waffen von Dall überhitzen auch sehr leicht, sodass sie in kleinen Stößen zwar mächtig sind, aber für lange Kämpfe eigentlich ungeeignet sind. Außerhalb des Kampfes wird die Crew benutzt, um in geheime Bereiche zu gelangen, normalerweise in Levels, die man bereits durchlaufen hat. Zwar habe ich mich bemüht, das Spiel eher aus der Perspektive eines Science-Fiction-Cartoons zu sehen, als mit der Star Trek-Brille auf den Augen, doch irgendwie hat es das Spiel nicht zugelassen. Immer wieder fällt einem auf, dass der Schreibstil des Spiels, was die Story betrifft, nicht wirklich ausgearbeitet ist. Eine Schande ist das eigentlich, weil die Geschichte insgesamt ziemlich gut ist. Es ist das, was ich von einem Star Trek-Spiel eigentlich erwarten würde, aber dass Dall zum Beispiel sagt, er werde etwas bei Worfs Bart tun, ist einfach blöd, denn das einzige Besatzungsmitglied der Enterprise D, das es überhaupt kennt, ist ein Hologramm von Beverly Crusher. Doch eines muss man den Entwicklern zugutehalten, die Sternzeiten in Dalls Logbüchern scheinen in etwa mit der Serie übereinzustimmen, es scheint also so, als hätten sie tatsächlich etwas von dem Zeichentrickfilm geschaut. Es kommt einem einfach manchmal so vor, als wäre die gesamte Story von einem schlechten, bullianischen Autor geschrieben worden. Die andere Sache am Spiel, die ich nicht mag, ist die Sprachausgabe. Die Sprachausgabe an sich ist hervorragend, das ist definitiv nicht die Schuld der Schauspieler, es ist eher eine schreckliche Regie, denn als das Schiff zu Beginn des Spiels abstürzt, klingt niemand wirklich ängstlich an Bord, ganz im Gegenteil, alle sprechen ziemlich sachlich, was einem schon ein bisschen verwirrt. Sowohl Dall als auch Gwyn haben im Laufe des Spiels auch Sätze, die eigentlich nichts mit dem Geschehen zu tun haben, die mit den falschen Emotionen verbunden sind oder einfach nur fade vorgetragen werden. Die Grafik im Spiel ist eigentlich anständig und passt zum Stil der Serie. Die Eröffnungssequenz, in der übrigens das Hologramm von Janeway nicht zu sehen ist, besteht aus gemalten Bildern und ist wirklich schick anzusehen. Manchmal gibt es Probleme mit weißem Licht oder Nebel, der einen Teil des Holodecks verdeckt, aber im Großen und Ganzen kann man nicht meckern. Leider gibt es im Spiel auch immer wieder Glitches, von denen mehr als einer mein Spiel zum Stillstand brachte. Gwyn und Dall helfen sich gegenseitig beim Lösen von Rätseln, zum Beispiel indem Dall Dinge anhebt, unter denen Gwyn dann hindurchkriechen kann, oder indem Gwyn ihre Laubsägearbeiten benutzt, um eine Brücke zu bauen, die Dall dann überqueren kann. Im Großen und Ganzen macht das Spiel trotz aller Kritik wirklich Spaß. Es hat eine Geschichte, die die Fans der Serie unterhalten und zufriedenstellen wird. Es hat seine Schwächen, die sind auch nicht zu leugnen, aber es ist eben ein Spiel zu einer Zeichentrickserie, die sich hauptsächlich an 6- bis 11-jährige Kids richtet. Wer mit der Serie an sich nichts anfangen kann, für den wird es wahrscheinlich nicht sein. Doch für alle anderen wird es ein Koop-Spaß, den man wunderbar zusammen auf der Couch erleben kann. Dann wäre es das auch schon wieder von meiner Seite, mein kleines persönliches Review zu diesem wunderbaren Titel. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch den Kanal, lasst mir einen Kommentar da oder aktiviert natürlich oben rechts gleich die Glocke, dann verpasst ihr mich auch in Zukunft nicht mehr. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Mojo, bye bye.